Warum können denn Innovationen, wahre, richtige Innovationen und Innovationsökosystem reifen? Warum sind Innovationsökosysteme so wichtig? Weil Innovationen und Innovationsmanagement eine unglaublich anspruchsvolle Aufgabe sind. Das wird, glaube ich, allenthalben in den verschiedenen Branchen völlig unterschätzt. Da denkt man sich, man macht abends mal eine Flasche Wein auf, macht sich ein paar Gedanken und dann hat man die Innovation hervorgebracht. Das stimmt aber gar nicht. Wenn man eine gute Idee hat, hat man immer noch 99% des Weges zu gehen. Und um diesen 99% erfolgreich zu gehen, um wirklich die Innovation auch an den Markt zu bringen und auf die Straße zu bringen, braucht es ganz verschiedene Kompetenzen. Wir haben heute in der Veranstaltung über Kulturen gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, dass es Prototyping braucht. Wir haben darüber gesprochen, dass die Kunden eingebunden werden müssen. Wir haben darüber gesprochen, dass eine Markteinführung begleitet werden müssen muss und so weiter und so weiter. Das alles verlangt unglaublich viele Kompetenzen und die kriegt man am besten hin mit den besten Playern, indem man ein Ökosystem rund um das Thema Innovation aufbaut. Einen ganz wichtigen Player haben wir heute neben dir stehen, nämlich den Professor Stubner, den Rektor von der HHL. Ja, Sie haben bald einen neuen Lehrstuhl zu dem Thema, wo Innovationen getrieben werden. Warum sind die Leipziger, die LF-Gruppe, warum ist das so ein wichtiger Kooperationspartner an der Stelle? Wenn wir Forschung machen, dann greifen wir uns Themen aus der Praxis heraus und bearbeiten sie mit wissenschaftlichen Methoden, um Lösungsansätze zu bieten. Und in diesem Kontext ist es natürlich immer sehr, sehr spannend, wenn man Praxispartner findet, die offen gegenüber wissenschaftlichen Ansätzen sind und auch sehen, dass solche Lösungen eine wissenschaftliche Diskussion benötigen. Wir haben in den vergangenen Jahren schon in verschiedenen Projekten zusammenarbeiten können und uns hier kennengelernt. Insofern passt es wunderbar, dass wir jetzt auch im Rahmen der Professur weiter zusammenarbeiten können. Bin ich total gespannt, wie sich das entwickeln wird, wie die Partnerschaft wächst. Und was für tolle Innovationen ihr noch hervorbringen werdet. Dankeschön.